Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren, hoffentlich schönen Runde Valheim. Wir wollten jetzt ein bisschen upgraden. Materialien haben wir in der letzten Folge organisiert bzw. herstellen lassen. Schmiedeverbesserung, Kühlvorrichtung. Kann ich das auch da oben hinstellen? Ich möchte das irgendwie so aus dem Fußraum haben. Nee. Das geht nicht. Aber gut, dann packe ich. Oh, guck mal. Das ist aber. So ein kleines Item braucht so viel Platz. Na gut, okay. Das kennen wir ja. Stelle ich das denn dann mal hin? Hier würde das mitten im Weg stehen. Da drauf kann ich das nicht stellen. Dahinter geht wahrscheinlich erst recht nicht, weil da noch weniger Platz ist. Hier an der Ecke, die Reichweite reicht. Guck. Denn es gibt auch eine begrenzte Reichweite, ne? Ich kann das nicht überall hinstellen. Das hier hinstelle, dann seht ihr, dass da keine Rimmels kommen. Oder das hat damit zu tun, dass ich nicht auf dem Boden bin. Nee, habe ich mich jetzt, glaube ich, doch vertan mit der Reichweite. Gut, ich stelle das dann mal hier hin. Warte mal, kann ich das drehen? Dann vielleicht hier hinstellen? Irgendwie? Das geht auch nicht. Ich hatte gedacht, das würde gehen. Da ich das ja hier reingemacht, hingestellt hatte. Naja, gut. Schauen wir mal. Upgrade. Hat uns das neue Items gebracht? Nö. Das ist wirklich nur Upgrade. Und das nur meine ich jetzt nicht abwertend. Schade. Das brachte wirklich nicht den erwünschten Erfolg. Stein. Ich habe so viel Stein jetzt mittlerweile. Ich glaube, ich muss das mal dem Mr. Fritz vorbeibringen. Weil der das für die Hafenanlage, glaube ich, ganz gut gebrauchen kann. Er baut übrigens eine richtig schicke Hafenanlage. Die werde ich euch dann bei Gelegenheit auch mal zeigen. So. Dann würde ich aber sagen, gehen wir uns jetzt mal den einen Troll da holen. Weil der ja sowieso gerade mich ein bisschen nervt. Wenn ich da am Kupferfarmen bin. Und Kupferfarmen ist so das Zweite, was wir jetzt machen wollen. Essen, Trinken mache ich im Moment nur das Notwendigste. Ich habe da irgendwie, oder ich verschenke da jetzt gerade ein bisschen viel. In die Richtung. Verschenke da gerade ein bisschen viel, weil ich in der letzten Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, wenig Beeren gefarmt habe. Da bin ich ein bisschen faul gewesen. Müsste irgendwie mal eine Nacht oder einen Tag oder ja, weiß ich nicht, ein, zwei Ingame-Stunden mal damit verbringen und den Wald durchforschen. Auf mich anzuhauen. So, hier wollte ich gar nicht. Müssen ein bisschen weiter links. Wie ihr seht, habe ich da oben die Markierung. Und die Markierung zeigt mir eigentlich das Kupfervorkommen an, oder genau in der gleichen Ecke auch der Troll sein Unwesen treibt. Hier ist meine Kupfermine gerade, die ist schon fast aus. Und da vorne seht ihr auch schon den Troll. Da mache ich das erste Mal den Bogen. Sehr schön. Habe immer noch nicht rausgefunden, wie ich die wechsle. Also wie ich die Munition zuweise. Habe ich den. Ich wollte sagen, einmal habe ich den noch mindestens schon getroffen, aber die anderen scheinen irgendwie nicht zu gehen.
glaube, ich komme gar nicht zwischen die Bäume durch. Kann das sein? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich den überhaupt nicht treffe. Bin falsch mit dem Kollegen. Ja, okay, dann haben die Pfeile scheinbar doch getroffen. Okay, na gut. Ach, guck mal, der stand hier, der stackte hier fest. Das ist, ey, das ist ja eine coole Idee. Das heißt, ich mache beim nächsten Mal einfach einen kleinen Aushub. Wenn ich sehe, da in der Ecke oder in der Ecke ist ein Troll, dann kann man den in dieses Loch da reinplumpsen lassen. Dann kann er gar nicht weg. Cool. Das habe ich jetzt nicht sofort erkannt, aber Hauptsache ich erkenne es generell und kann danach ein bisschen mit dem Wissen glänzen. Ach, ich habe gedacht, ich hätte den Bogen rausgerüstet. Na gut. Troll ist erledigt. Dann machen wir jetzt hier vorne das erste Kupferdingen weiter klein. Und dann haben wir ja, wie wir gesehen haben, schon ein paar Meter weiter das nächste. Und Mr. Fritz und ich, wir haben mittlerweile herausgefunden, wenn man hier auch für andere Spieler sichtbar macht, dann ist nur der eigene Charakter damit gemeint, wie ihr hier sehen könnt. Hier rennt Mr. Fritz rum, das bin ich. Und das hat nichts mit den Markierungen auf der Map zu tun. Ich hatte ja erst gedacht, es wären die Markierungen. Und da lag ich ja ganz falsch. Also mittlerweile habe ich es gelernt. Aber ich finde es schön, immer so während des Spiels so ein bisschen zu philosophieren, was könnte wofür sein und so, und sich dann so die Gedanken zu machen und dann auch so ein bisschen zu lernen, wenn man halt etwas falsch gedacht hat. Wichtig ist immer nur, dass man tatsächlich auch lernt. So, da kommen noch ein paar Kollegen. Na, geht's euch gut? Die haben immer ein ausreichendes Ausrufezeichen über dem Kopf. Ich würde ganz gerne mal mit denen interagieren und vielleicht mal eine Frage stellen, ob die eine Quest haben oder ähnliches. Aber die sind immer so wortkarg. Oder ich kann auch nicht so gut Gräulingisch, dass die mich da entsprechend verstehen können. Zinn. Fällt mir gerade ein. Nicht, weil ich gerade Blödsinn rede, sondern mir fehlt ja auch noch Zinn. Das heißt, ich muss noch mal ein Stückchen weiter Richtung Norden. Denn da hatte ich ja am Strand in irgendeiner Folge mal so ein etwas größeres Zinnvorkommen, so auf einem Haufen gesehen. Und dann werde ich da mal ein bisschen was abfarmen. Nur im Moment ist es so, dass ich echt viel am Laufen bin. Gerade. Also wenn man jetzt Kupfer und so weiter von A nach B trägt, ich kann da nicht so viel mitnehmen. Und auch meine Spitzhacke. Also wie ihr jetzt sehen könnt, die ist ziemlich schnell kaputt. Die reicht immer nur so für ein Drittel eines Kupfervorkommens. Und allein deswegen muss ich schon immer wieder nach Hause zum Reparieren. Ich habe schon überlegt, ob ich bei dem nächsten großen Vorkommen, was ich finde, einfach mal so eine kleine Werkbank noch mit hinstelle. Und dann da immer reparieren kann. Weil es kostet ja zum Glück keine Ressourcen. Also das Reparieren. Die Werkbank herstellen und so weiter natürlich. Aber nur die Materialien für die Werkbank. Dazu halt ein bisschen Holz und Gutes. Oh, das war wieder nur Stein. Ich gucke extra, wenn im Zielfern, im Zielkreuz Kupfer steht, dass ich auch wirklich nur da drauf haue.
Jetzt ist wieder irgendwo ein Gräuling unterwegs. Ich höre schon wieder. Da ist er. Gib mir deine Quest, Kollege. Gib mir doch einfach deine Quest und gut ist. Oh, hier haben wir noch einen Kupfer. Ich glaube, dann haben wir jetzt mit dem... Ich glaube, das ist meine sechste Tour zu diesem einen Kupfervorkommen. Und dann habe ich definitiv den ganzen Bereich hier abgefarmt. Also ich musste 6-mal dann insgesamt meine Spitzhacke reparieren. Ich hoffe, dass die Bronzespitzhacke nachher wesentlich länger hält. Kann ich mal die Steine wegschmeißen oder schmeiße ich das Holz weg? Reicht das schon? Das hat schon gereicht. Guck mal, dann kann ich die Steine nämlich besser mitnehmen. So, schauen wir noch mal. Hier ist alles weg. Dann gehen wir hier ein bisschen weiter. Oh, hier habe ich Münzen noch liegen lassen vom Troll. Ja, und hier haben wir die Markierung. Guck mal, ich hatte mir den hinteren Spot schon markiert. Bin aber beim vorderen hängen geblieben. Okay. Dann lass uns mal nach Hause düsen. Hier haben wir alles. Dann düsen wir jetzt nach Hause. Dann muss ich mal gucken, dass ich irgendwann auch mal den fahrbaren Untersatz da freimache. Also der Mr. Fritz, der hat sich schon so einen, wie heißt es, so einen Handkarren in irgendeiner Art und Weise freigeschaltet. Nur den habe ich bisher noch nicht gefunden. Und ich möchte das gerne selber entdecken. Deswegen habe ich noch nicht gefragt, wo ihr den her habt. Da rechts ist was. Ach, der Nixenschwanz. Genau. War auch vorhin. Weil ich hatte beim letzten Farmen, als ich auch wieder meine Spitzhacke kaputt hatte und die wieder zum Reparieren musste, hatte ich mich da eine Nixe angegriffen und jo. Das konnte ich aber nicht mitnehmen, weil ich halt komplett voll geladen war. Alles rein damit. Der Rest kommt hier in die Küche. Was zum Befeuern. Ich weiß noch nicht genau. Ich habe das Verhältnis noch nicht herausgefunden. Ob ich wirklich 20 Kohle für einen Stack brauche oder ob ich das irgendwie in einem anderen Verhältnis sehen muss. Gucken wir mal. Ich denke, irgendwann werde ich da mal gezielt drauf achten. Nixe. Da. Ein bisschen verkocht habe ich. Da könnt ihr euch bestimmt noch beim letzten Mal dran erinnern. Da hatte ich halt ganz viel. Rohes Fleisch noch, aber das habe ich dann auch aufgemacht. Weil ich fand das jetzt nicht so interessant, wenn ich mich da stundenlang an die Kochnische für euch hinstelle. Das habe ich mir dann gespart. Steine. Da habe ich mich jetzt erschrocken. Habe ich mich da erschrocken durch das Kupfer. Es ist aber auch laut. Das ist aber auch laut, wenn das da auf einmal rausplöppt. So, das haben wir. Dann reparieren wir und dann werden wir jetzt einmal zum Zinn laufen. Denn Kupfer haben wir ja. Ja, Kupfer haben wir und jetzt werden wir einmal zum Zinn latschen. Noch einmal gucken. Hier ist Kupfer, da ist Zinn. Muss ich also in die Richtung rasen. Das mache ich dann aber ein bisschen mit Essen trinken, denn ich muss jetzt in der Nacht durch den Dunkelwald. Das könnte ein bisschen wehtun. Ja, aber nur wenn ich anhalte und mich auf Kämpfe einlasse. Ja, habt ihr euch. Das ist dann wirklich erst der Fall. Troll habe ich jetzt mittlerweile durch. Da müssen wir jetzt... Ah nee, Quatsch, habe ich gar nicht durch. Falscher Trugschluss.
Wir haben ja gesehen, wir können die Trollrüstung doch noch upgraden. Das heißt, die nächsten Trolle werde ich dann doch noch mitnehmen, um deren Haut erleichtern. Denn bis zur Bronzerüstung, das wird echt noch lange dauern, Leute. Das wird echt lange dauern. So, hier hatte ich etwas gesehen an diesem kleinen Wasserlauf. Nur gucken, weil ich war beim letzten Mal nämlich nicht in der Nacht hier, sondern am Tag. Da sahen die Steine, meine ich, ein bisschen anders aus. Also beziehungsweise da konnte ich die eher von den normalen Steinen unterscheiden. War das hier dieses Leuchtende? Nee, das ist ein normaler Stein. Das ist auch normal. Auch normal. Stein und Ast. Dich das fälschlich markiert oder habe ich mit dem letzten Zinnstein, den ich aufgenommen habe und abgebaut habe, auch direkt den ganzen Spot erledigt? Ne, da ist was. Wusste doch ein bisschen, was haben wir noch hier? Zinnvorkommen, hau ruck. Da brüllt wieder was. Oh, der steht schon direkt neben mir. Kollege, sag vorher Bescheid. Dann wird ihnen auch geholfen werden. Was ich so festgestellt habe, wenn ich einmal kurz im Kampf war, dass ich dann nicht sofort eine Waffe wechseln kann. Ich muss erst einen Schlag abwarten, also so eine Sekunde abwarten, bis ich dann beispielsweise auch ein Schild oder irgendwie sowas ausrüsten kann. Oder auch da wieder, ich tue mich da ein bisschen schwer. Das kann natürlich auch sein. Und ich würde im Moment sogar eher sagen, dass es immer das Letztere ist, dass ich mich da ein bisschen schwer mit tue. So, ein bisschen weiter weg. Also ich habe bisher die Zinnsteine nur in Wassernähe gefunden. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, dass es Zinn auch weiter ab gäbe. Da ist auch noch was, sehr schön. Und ich glaube, rechts von mir müsste auch noch ein Zinnstein sein. Jo. Oh, guck mal, zwei. Das ist auch gut. Ich hoffe, dass ich alles tragen kann. Das Schöne ist, dass bei Zinn, dass ich ja nur die Hälfte an Materialien brauche, wie beim Kupfer. Also zwei Kupfer und ein Zinn geben einen Bronze. Das ist so zum Upgraden. Und das nächste, was ich mir nämlich dann hier ansparen möchte, beziehungsweise holen möchte, ist unbedingt die Kupferpicke. Ich hoffe, dass die zum einen wesentlich länger hält als dieses Hirschgeweihpicke oder die Hirschgeweihpicke, die ich jetzt benutze. Und zum anderen, dass vielleicht sogar die Ress... Oh, guck mal, war ich hier schon? Trollhöhle, war ich hier schon? Also wenn die Pilze nachwachsen... Ja, hier war ich schon. Also dass dann auch die Ressourcenmenge vielleicht ein bisschen besser ist. Das ist leer, das ist leer. Jo. Schade. Hätte sein können, dass irgendwie da was nachspawnt. Hier kann ich auch nichts abbauen. Nee. Also bessere Picke. Und ich hoffe, dass die Ressourcen mehr sind, die ich daraus bekomme. Und gleichzeitig die auch länger hält. Das seht ihr jetzt hier bei einem Zinn aktuell jetzt nicht so stark, weil das halt immer kleine Häufchen sind.
die man dann mal abbaut. Okay, 100 Schutz. 100 Schutz, das ist eine Menge. Also 100 Schaden pro Schuss, das meine ich jetzt. Ach, ich erzähle wieder nur Dünnsches gerade im Moment. Ich glaube, wir können wieder ab nach Hause. Hier habe ich jetzt zumindest nichts mehr gesehen. Dann kann ich meine Markierung auch mal wegnehmen, glaube ich. Ach, jetzt wollen die sich aber erst noch ein bisschen kloppen. Lasst es doch. Lasst es doch bitte. Ich bin doch auch ein ganz friedlichen. Ach komm, ich gehe einfach nicht. Wenn die sich hauen wollen, dann sollen die sich untereinander hauen. Oder mit sich selber hauen. Gucken, könnt ihr auch schwimmen? Habe ich jetzt noch gar nicht geguckt. Ich glaube, die können gar nicht schwimmen. Doch, die können wohl schwimmen. Ich sollte man nicht den Leuten unterstellen, die könnten nicht schwimmen. Und viel mehr. Die können viel mehr, als ich denen zutraue. Okay, Markierung mache ich von zu Hause nachher weg. Wir werden uns jetzt auf den schnurgeraden Weg nach Hause machen. Und ich würde sagen, da werden wir uns auch wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren für die, die es noch nicht gemacht haben. Und dann würde ich sagen, bleibt gesund. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.